Jo, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Genshin Impact. Heute machen wir weiter mit den Kampflegenden des Windes. Und heute gibt es das Klagelied Bitterer Groll 1. Also wird es wahrscheinlich auch noch ein Teil 2 davon geben. Fordere die hasserfüllte Okeanide heraus, die ihren Widersachern nun ihr wahres Gesicht offenbart. Eine Okeanide, die ihr Territorium, Entschuldigung, verloren hat und der es nicht gelungen ist, ruhige Gewässer zu finden, krümmt sich nun unter ihrem endlosen Kummer und will, dass alle Lebewesen die Lieder der Wellen hören können und schließlich auch die bitteren Tränen kosten müssen. Im Endeffekt haben alle Kryo, oder naja gut, zwei Kryo und zwei Pyro-Charakter hier einen Bonus-Damage. Leider besitze ich keinen davon. Also die habe ich wirklich alle vier nicht. Also hier kann ich wirklich gar keinen Bonus-Damage leider rausholen. Und ja, gucken wir mal. Punkte-Multiplier machen wir wieder auf 5 und wir brauchen wieder 4300 Punkte. Weiß nicht, ob es die gleichen, sind wahrscheinlich nicht genau die gleichen, aber wahrscheinlich von der Anzahl her die gleichen Bedingungen. Erschafft beim Auslösen von Sprudelmeer. Oh, man kann ja noch einen Buff geben. Ich ehrlich gesagt, was ist Sprudel? Ist das das mit dieser Fontäne? Mehr Wasser sollen bei Gischt mehr Wasser blasen und erhöht die Anzahl an Vorstoßen von Woge. Puh, so genau kenne ich jetzt ihre Attacken nicht aus, wenn ich das nicht weiß, was das heißt, ehrlich gesagt. Machen wir mal hier 150 erstmal. Löst nach dem Treffen von Gegnern durch Angriffe von Figuren eine Druckwelle aus, die Gegnern Flächenschaden in Höhe von 25%. Ah, deswegen habe ich letztes Mal so viel LP verloren immer. Ah, das war das. Boah, du verlierst ein Drittel deines Lebens, es gibt dir gerade mal 30 Bonuspunkte. Das ist ja voll schlecht. Erhöht den Angriff der Figuren um 15% innerhalb von 5 Sekunden nach dem Erleiden von Schaden der eigenen Figur. Verlieren die Figuren deiner eigenen Truppe diesen Effekt und währenddessen wird ihr. Wow, okay. Auch mal Kryo-Widerstand benutze ich nämlich nicht. Animo benutze ich auch nicht. Angriff erhöhen von Gegnern. Hell yeah. Verringert den Schaden um 50%. Schildeffizienz verringern. Erhöht den Fi von Figuren der Truppe dieses Spiels erleidenden Schaden beim Wechsel von Figur um 25%. Verringert den Angriff aktueller Figuren bei mehr als 50% LP um 25%. Alter, komm, übertreib halt komplett. Verringert die Anzahl der sporadischen reißenden Ströme, mit denen man Angriffen entkommen kann. Die bittere Welle der Okeanide erzeugt für sich zwei bittere Gebiete. Damn, also mittlerweile bin ich mir fast sicher, dass das Zeitlimit doch echt das Beste ist, oder? Damn, das sind schon kranke Debuffs. Bin ich gerade mal bei 3800, mir fehlen noch knapp 500 Punkte. Damn. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich das nicht schaffen werde. Weil die Okeanide ist schon ein dreckiger Gegner, kann man sagen. Ein räudiger, richtig räudiger Gegner. Das ist jetzt auch die Frage, wie genau das jetzt aussieht. Hat die dann die normalen Fähigkeiten oder? Also kämpft man jetzt ganz normal gegen die Phantome oder kämpft man gegen die Okeanide? Schon gegen die Okeanide, gell? Ja. Ah, okay, ich mach gar nicht so wenig Schaden. Also ich darf auf jeden Fall nicht so oft den Charakter wechseln. Dann kriege ich richtig fett Damage. Also wenn ich den Charakter wechsle, dann erstmal kurz warten, bevor ich nochmal wechsle. Das kann man auf jeden Fall sagen. So. Dann holen wir uns den Schild und dann wechseln wir gleich hier Futao. Mist. Ja, moin.
Und die muss ich jetzt besiegen. Kriegt die dann auch Schaden? Damn. Die Hörnchen heilen sich, ja? Glaube ich. Uff, das war vielleicht doch keine so gute Idee. Ich mache jetzt einfach keinen Schaden bei denen. Alter, ich wurde gerade gewone-shottet. What? Alter, nochmal. Na, das funktioniert nicht. Vor allem Xingxiu ist hier komplett nutzlos. Achso, verdammt, ich Idiot, nicht neu starten. Ah. Ja, der Charakter ist natürlich komplett nutzlos. Oh, hoppla. Check ja nicht, warum du zweimal auf Abbrechen drücken musst. Wenn ich sage Abbrechen, dann will ich abbrechen und nicht nochmal gefragt werden, ob ich abbrechen will. Ja. Das Problem ist, ich habe keinen guten Kryo-Helden. Immer noch nicht. Oder halt zumindest keinen, den ich gepusht hätte. Oder halt auch gut ausgerüstet und bla. Ja, wenigstens hat es meine Einstellungen gespeichert. Was passiert, wenn ich das Ding hier... Jetzt kann ich 250 Punkte rausnehmen. Das ist zu viel. Ich würde auf jeden Fall sagen, die soll keine Mimen, Adler und Hörnchen erschaffen. 4250 müsste auch noch passen. Eigentlich. Ja. Na gut. Das ist eigentlich das Einzige, was ich ändern kann. Jetzt haben wir ein Zeitlimit von 5 Minuten, ist aber echt sau schlecht. 5 Minuten ist schon lange. Ganz ehrlich, da würde ich es, glaube ich, lieber so machen. Moment mal. Oh. Oh, tatsächlich. Ach, 4200 RIP. Ah. Damn. Okay, und wen tue ich für ihn hier rein? Ist auch so nervig, dass du eine Figur nicht direkt austauschen kannst. Fische? Wäre ganz nice. Permanent passiver Schaden von Oz. Beidou wäre vielleicht auch gar nicht so bad. Oder Barbara für mehr Heilung. Wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ich habe halt einfach viel zu wenig Charakter. Ich würde sagen, Fische. Behold, the Prinzessin de Verotalon. You want me on your team? Sure. Ich habe keine andere Wahl. Gar nicht so bad. Okay. Doch ziemlich bad. Stabilize. There is no escape. Order guide you. Oh mein Gott. By royal decree. Alter, der Damage, den man bekommt, ist halt so übertrieben. Aber wartet mal, ich habe schon wieder vergessen, ob man hier Power-Ups reinmachen kann. Ja, einmal konnte man das nicht, deswegen mache ich es deswegen nicht mehr. Also auch bei so einer Aktion, meine ich. Seitdem mache ich das nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wieso. Also ich meine, man sollte das halt sicherheitshalber immer nochmal kontrollieren, ob man nicht doch was reinschmeißen kann. Genau, aber es ist trotzdem so heftig, wie viel Damage man kriegt. Und Moment mal, wieso erscheint jetzt ja trotzdem ein Hörnchen? Ich dachte, das habe ich deaktiviert. Ja? Ich dachte, das Hörnchen spawnt nur, wenn du das auswählst. Das ist ja voll bescheuert. Ich wurde gescampt. Shit.
Okay, wenigstens kriegt die Okeani den Schaden, wenn man die Viecher zerstört. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Nice bei 5 Sterne Charakter ist ja, dass man Schaden dodgen kann, wenn man einfach Fähigkeiten benutzt. So, jetzt brauchen wir Benissimo's Ultimate. Benetto. Alfonso. Nochmal Bennett Full Elf und dann Zhongli Full Elf. Oder halt nicht Full Elf, aber so viel sein halt. Okay. Sehr gut. RIP. Oh no, die hat so eine Krabbe gespawnt. Also sie selbst ist auch noch da. Oh no! Boah, das war knapp. Noch eine Krabbe gespawnt. Boah, Alter. Oh mein Gott. Nein! Ich habe halt gewechselt. Das ist so unfair. Ich habe halt genau in dem Moment gewechselt. Mein Gott. Oh doch, man kann. Ich dachte schon, man kann nicht wiederbeleben. Puh. Das wäre jetzt ein Schocker gewesen. Ja, der Heiler darf natürlich nicht sterben. Wenn der tot ist, dann ist Feierabend. Gut, dass ich kein Zeitlimit habe, aber eigentlich. Gut, würde ich das jetzt nicht nennen. Ach, wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich habe keinen KT-Buff reingehauen. Ich habe nur einen Angriffsbuff, kein KT. Ist die Krabbe tot? Ja. Spielt aber keine Rolle, da hier schon wieder ein neues. Ich kann mich nicht bewegen. What? Boah, Zhongli ist einfach schon wieder fast tot. Das ist eigentlich mein bester Tank sozusagen. Die meiste HP mit Abstand. Kein gutes Zeichen, wenn der Saat aufs Maul bekommt. Kriegt die, wenn ich die Krabben töte, überhaupt Schaden? Ja, so ganz, ganz wenig. Ja, moin. Das ist halt quasi nicht existent, der Schaden. Ja, sie hat meine Ultimate gedodged. Ich habe auch ihren Schaden gedodged. Das ist fair. Oh oh. No! No! Solidify! Bennett's Ulti ist endlich mal wieder ready nach 5 Jahren gefühlt. Muss ich einfach mal Fett Damage machen. Okay, ist schon wieder vorbei.
Ja, ich habe die ganze Zeit wieder vergessen, auf Fische zu wechseln, weil ich Fische gar nicht mehr gewohnt bin. Also die macht schon echt viel Schaden, also. Vor allem in solchen Situationen, wo du eigentlich dich mehr darauf konzentrieren musst, auszuweichen, als Schaden zu machen. Weil du so schnell stirbst. Da ist Fische schon echt gut, muss man sagen. Oder halt Oss, besser gesagt. Oss macht ja den Damage dann. Schon echt stark. Ja, okay. Okay, ich muss fooden. Alle Lola fast tot. Okay, Zhongli ist vollgestopft und ich habe keinen Buff mehr. Okay. Ich habe auch kein Schild. Solidify. Also wenn Zhongli jetzt stirbt, ist er tot. Und dann haben wir kein Schild mehr und dann... Dann ist eigentlich... Game over. Stabilize. Finish sie. Finish her. Finish her. No. Oh, vielleicht mit der Ultimate. Let's go. Ja, leider 100 Punkte weniger. Aber ist tatsächlich nicht ausschlaggebend. Also, ist nicht so schlimm. Ja, damn. War auf jeden Fall... Achso, die Belohnung holt man sich ja gar nicht hier ab, never mind. Oder kann man sich die Belohnung auch hier abholen? Ah ja, doch, kann man auch, genau. Zack, aber das Urgestein kann man sich hier nicht holen. Das Urgestein gibt's nur über die Aktionspage. Perfekt. Ja, war ein bisschen schwieriger. Beziehungsweise die Okeanides persönlich einfach nicht mein Gegner. Ich hasse vor allem diese Wasserviecher, die spawnt. Aber ging ja eigentlich sogar. Aber das Problem ist halt, mein Main-Team ist halt ein Charakter schlecht dagegen. Deswegen... Sonst wäre es natürlich viel leichter gewesen, wenn ich mir jetzt einfach mein ganzes Mass-Team benutzen hätte können. Aber, jo, danke fürs Einschalten. Würde mich selber in den Kommentaren ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's kurz rein. Ciao, ciao.